Grüße. Ja, 1.0 kommt mit neuen Wettereffekten, also schöner dichter Regen, Schnee und ganz viele neue Landschaften. Und ja, genau, neue Licht- und Schatteneffekte. Ich freue mich riesig. Das haben sie ja gestern angekündigt. Und ja, nun bin ich sehr, sehr motiviert, dass die Grafik wieder sehr viel weiter aufgehübscht werden. Da machen sie natürlich sehr viel Mühe. Ich hoffe natürlich auf andere Sachen. Da sind sie jetzt noch nicht so schnell dran. Also es wird wahrscheinlich jetzt jo, schon ein paar Informationen vielleicht jede Woche kommen. Aber die meisten kommen ja Januar und Februar erst. Also mal schauen, ob sie uns wirklich auch dran motivieren lässt, oder? Weiterhin Last Epoch zu spielen. Ich bin in guter Hinsicht, ich habe ja auch noch viel Lust, aber ohne gute Builds und so Sachen kann ich das natürlich nicht machen. Ja, wegen Filtereinstellungen vor allem, da mache ich mich immer noch ein bisschen schwierig, oder? Da man Sachen ja einstellen kann und dann von anderen Effekten dann irgendwie ausschließt und so, ist das immer so ein bisschen problematisch, oder dass man einfach die Items, die man braucht, dann nicht sieht oder ja, oder sieht, je nachdem. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Ja, es ist jetzt momentan auch wieder ein bisschen besser geworden, also die Zuschauer, also das Spiel ist jetzt wieder ein bisschen beliebter geworden. Vor allem im englischen Chat ist momentan wieder mega viel los. Den nutze ich eigentlich immer außerhalb vom Let's Play oder ja, wenn ich gerade nicht sehr lange spielen kann. Und der deutsche einfach, wenn ich lange spielen kann oder Livestreamen. Und jo, ich sehe es manchmal wirklich. Ja. Die sich Mühe geben, das Spiel ein bisschen zu spielen und ein bisschen chatten, die sind natürlich sehr aktiv. Das finde ich wirklich toll. Jo, wir haben ja eben diese mega Explosion. Ich bin sie die ganze Zeit wieder am Anschauen. Ich liebe sie einfach. Und wir müssen in dieser Timeline, wo ich jetzt bin, des Stolen Lands, die gestohlene Lanze oder so, ja, müssen wir ein bisschen grinden. Wir brauchen eben die zwei Uniks nochmals mehrmals. Das ist der Stab, also das Zepter hier. Und die Nebenhand, also Katalyst. Jo. Finde ich, können wir jetzt noch ein bisschen machen. Und im Livestream heute Abend. Ich habe gestern wirklich Kopfschmerzen gehabt. Ich konnte keinen Livestream machen und auch kein Video hochladen. Tut mir leid. Jo. So, und die anderen Kumpels waren auch nicht da gestern. Keine Ahnung. Nochmals einen machen. Ich weiß nicht, ob ich das Set-Item gebräuchten könnte. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich will lieber zum Idol eigentlich runter. Wo sind wir eigentlich? Wir sind schon runtergegangen und dann nach links. Jo, ich möchte schon wieder runtergehen. Hm? Na komm, machen wir den Monolith noch. Den Leuchtturm noch. So. Oh. Genau, da ist wieder eine besondere Kiste. Also es gibt ja diese One-Shot-Chests in den Monolithen. Und die, wo grün sind und so blumig sind, die sind noch ein bisschen besser. Und die geben mir ja meistens ein bis drei oder vier von diesen Exalted Items und ein paar rare Items oder so. Also 133 LP nehme ich mit. Das kann man so viel und immer gebrauchen. Finde jetzt. Das nehme ich mit, egal wie viel schon habe. So, und jo, mir macht das Spiel so unglaublich Spaß noch. Einfach weil ich so starke Ziele habe. Ich nehme mir jetzt mehr Ziele. Ich habe ja so, weiß nicht, August ungefähr so eine Phase gehabt, wo ich einfach so gedacht habe, wieso macht man eigentlich das? Wieso ist man eigentlich im High Level, wenn es keinen Spaß macht, nur Grinding ist und so? Es ist gar nicht so Grinding, wie ich damals einfach so ein bisschen demotiviert angeblickt habe, sondern eher das Schöne ist, also es ist, ja, natürlich nicht immer motivierend.
viele Leute, die sich ja nicht davon motivieren lassen, aber es ist, erzählt halt eine Geschichte. Und was ist eigentlich ein Hack and Slay, oder? Das ist seit Dungeon, seit dem ersten Hack and Slay. Oh geil, das war richtig vielleicht. Ist es so, dass man Items sammelt. Das Grinding ist sozusagen im Namen. Natürlich das alles mit Action und eigentlich auch motivierender, als jetzt gerade Last Echo so ein bisschen andeutet, aber den muss man auch zuerst sehen, oder? Das, ja, zu motivieren, da muss man halt einfach sehen. So, ich habe ja eben gesagt, ich rede ein bisschen über die Grafik und so Sachen. Ihr seht jetzt zum Beispiel in der Wüste ist es ja immer eigentlich, ja, kaum Schatten, die Schatten sind sehr hell. Und ja, so die Sonne glänzt auch nicht so fest, dass man sieht, zum Beispiel hier nirgends, wo so ein bisschen die Reflexion, die der Sand macht, einfach die Sonnenstrahlen zu sehen oder so. Das wird alles eingefügt jetzt, oder? In 1.0 ist ja auch nötig, in 1.0, dass man alles grafisch eigentlich schon ziemlich fertig hat, oder? Es gibt ja sicher, ja, in anderen Spielen zum Beispiel, sagen wir mal, World of Warcraft mit Add-ons dann noch schönere Grafik, aber jo, eigentlich ist es jo, ohne Add-on eigentlich sollte das schon eigentlich fertig sein. Und ich finde, es ist dann fertig. Ich weiß nicht, Leute können gerne, wenn ihr das besser kennt, also die Grafiken und so, besser kennt von anderen Games, ähnlichen Games zum Beispiel, vergleicht es nicht mit einem, ja, nicht World of Warcraft. Mit einem Call of Duty Modern Warfare 3 oder so hat, glaube ich, eine schöne Grafik bekommen oder so. Aber mit einem Hack and Slay, oder? Ist das so der Unterschied ist, das Last Epoch, glaube ich, schon fast spitze. Und Last Epoch ist halt einfach ein Spiel, das nicht so schnell entwickelt wird, wie es eigentlich ja sein sollte. 3 Jahre für ein, jo, für eine Vollversion ist halt einfach viel zu lang für ein Hack and Slay. Auch wenn man das länger spielt. Und ich denke einfach, also mir wird es gefallen. Ob es jetzt euch gefallen wird, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, eben, ob ihr auch ein bisschen Motivation habt, wenn ich dranbleibe, oder ihr lieber andere Spiele auch sehen wollt. Also werdet ihr sehen und habt ihr ja auch schon gesehen, dass ich ein paar Space wieder gestartet habe. Eins kommt noch, auch noch Minecraft. Und ja, noch eins, wahrscheinlich Soulstone Survivors erstmal direkt. Und ein paar warten halt noch ein bisschen, bis ich einfach mehr Zeit habe. Jo, werden wir dann sehen. Dass ich da irgendwie jo, eben, trotzdem euch unterhalten kann, ohne dass ihr sagt, ja, wenn du jetzt keinen Last Epoch mehr bringst, weil das einfach zu lange wartet. Dass man noch zu lange braucht, bis eine neue Version rauskommt, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, oder? Videos sehen. Und Last Epoch. Aber ich habe jetzt gerade so einen tollen Bild, ich mache natürlich schon weiter, klar. Bis es halt einfach mich langweilt und. Das hat Last Epoch mich eigentlich noch nie. Eben, ich habe einfach nicht so die Motivation gehabt, so weit hochzuspielen, die Charaktere. Das ist einfach auch wegen den Abstürzen gewesen, die ich mir ständig hatte, nach, ja, 30 Minuten ungefähr. 20, 30 Minuten. Ist halt schon auch ein bisschen demotivierend, aber ich habe nie gesagt, dass ich wirklich Last Epoch aufhöre, weil es mir langweilig ist. Spiel ist einfach endlos, das kann man immer spielen. Aber das sehe ich halt bei manchen Fans, die so öffentlich auch reden und so weiter, nicht so ganz. Das nehme ich jetzt mal nicht mit, den Stab. Weil ich eigentlich kaum Builds habe, die wirklich Cyber-Damage brauchen. Oder zwar, so der andere Build, den ich vom Livestream noch mache. Ja, da will ich auch kurz ein bisschen zu sagen. Ich habe mal einem meiner besten Kollegen in Last Epoch ein Bild vorgeschlagen, einen Runenmeister, der ziemlich gut ist. Und den möchte ich jetzt eigentlich auch selber noch ein bisschen machen.
Das ist so viel Zauberschaden, ich muss ihn mitnehmen. Und ja, den mache ich jetzt so langsam. Ich habe eben fast gar keine Zeit außerhalb vom Livestream und Let's Play, da irgendwie mich drum zu kümmern. Aber der ist jetzt in Akt 3, nein, Akt 4. Akt 4 und muss jetzt immer noch zurück in den Akt 3, genau. Um da die Quests zu machen. Mit dem Drachen und mit der Höhle, mit dem Buch. Oder Kiste, ja, eine Kiste ist es. Irgendwie so etwas. Rush ich immer doch. Genau, und jo. Kann er natürlich nicht im Let's Play zeigen, da haben wir diesen Beat. Dann habe ich ja eben seit dem letzten Part noch ein bisschen gespielt, damit ihr einfach nicht gerade so dieses anfängliche Grinden drauf habt. Und ja, ich jetzt hier so zu sagen auch direkt Full Power farmen können. Es ist echt schwer gewesen, vor allem am Anfang mit dem Szepter, dass er nur unser Mana gefressen hat. Hier müssen wir noch Punkte rausnehmen. Ich schau mal kurz und dann können wir gleich Punkte rausnehmen. Machen wir doch das mal gleich. Ja, und da unten Punkte. Ja, es hat auch wieder für Nahkampfangriffe. Ich weiß nicht, wie das skaliert. Muss Mana Strike auch so viel Schaden machen oder sind es nur die Blitzexplosion? Das ist ja Mana Strike, der auch irgendwie etwas. Nein, es ist nicht. Doch da links hat. Also die Sachen werden wahrscheinlich auch erhöht. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob irgendwie das nicht vor allem im Endgame dann wichtiger ist, dass man völlig auf Spell Damage irgendwie geht. Ich laufe noch falsch. So. Also, müssen wir die wieder rausnehmen, damit wir nicht immer Overflow von Mana haben. Dass wir da drüben auch das nehmen können. Die Taste mal wieder. Die Brandfackel haben wir jetzt. Und... Hä? Komme ich jetzt da hin? Ich muss hier zwei Punkte setzen und hier. Und sonst habe ich alles. Hier habe ich noch nicht alle Punkte. Ja, dann weiß ich ja, wie weit es geht. Aber wir müssen hier zurück. Das ist das Portal. Gut. So, es wird eben unterschiedliche Landschaften geben. Also ein Level, wo wir jetzt immer wieder sehen, zum Beispiel das Grasland von vorher. Das wird dann einfach immer wieder unterschiedlich aussehen. In den Monolithen natürlich. Okay. Hallo, ich bin der Baum. Ja, ich muss nur so machen. Fehler melden. Hello, I'm the tree. Wie macht man dieses komische Zeichen? Ich weiß nicht. Ich mach's halt so. Kann nicht vorkommen. Gameplay. Box. Ich will aber Box. Mach ich hier noch. Ich weiß nicht, was die dann... Lachen die dann oder finden sie es doof? Aber ich finde es irgendwie doof. Nicht so viel saugen. Okay. Wirklich im Let's Play wieder so ein Scheiße. Wenn fixen sie das endlich mal? Manchmal tut man so einen mega Monolithen von dieser Raylene Map, wo es dunkel ist. Nein, nicht was dunkel ist, aber was so Nekromantik ist. Also so nekrotisch ist. Manchmal tut man irgendwo in alten Denkmäler und so Baggen, kaputtigen Ruinen, so Sachen. Aber sollten sie endlich mal fixen. Und dass in der Vollversion noch drin ist, ja. Schön. Bin ich auch wirklich witzig. Wenn man so ein schöner Baum da sein darf. Ah.
Wo gehen wir hin? Ja, gehen wir noch mal rein. Ich habe schon Lust, da noch ein bisschen nach Westen zu gehen. Oh, schön. Ah, dieser Level mag ich so sehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe noch weniger Mana dadurch. Ich habe eine Gebetsexplosion. Ah, gut. Soll ich das mitnehmen? So gut. Ja, Gegner sind zu aggressiv, Mann. Nochmal. Ja, ist nicht gut. Ja, ja, Schutz pro 8 Sekunden. 8 Schutz pro Sekunde. Schon gut. Ja, wir sind Elektrozauberer und kämpfen gegen Elektro. Collins. Kann ja mal sein. Aber. Jo. Da heißt es Tanz. Wir sind genug stark, die gehen schneller. Du auch. Auch wenn du ein Schneepiech bist. Trotzdem dick. Oh geil. Crit Multiplayer! Multiplayer! Genau, so ist wichtig. Tschüss, mit deinem Wisch. Oder mehreren Wischen. Gegner down, down. Ich mag Berries. Einfach gleich mal loslegen mit diesem komischen Teil. Das ist überhaupt, wenn diese Dinge einfach Brunnen hat. Mana Brunnen. Tschüss, weg damit. Also der eine Runenmeister, den ich angefangen habe, der ist auch sehr spaßig. Man hat überall so Lemtano, wo man spammen kann. Gibt mehrere Blockchancen. So langsam spawnen echt schwierige Items, ob ich sie brauche oder nicht. Irgendwie so, die Items wollen immer, dass ich sie brauche, aber ich so, nee, zu viel im Lager. Nee, ich nehme sie nicht mit. Soll ich die mitnehmen? Ja, Exalted Relics sind sicher sehr gut. Ja, ich gehe mal oben durch. Ich wollte einen nur kurz mitnehmen und dann unten links durch, aber. Ich will ja sowieso einfach mehr Zeit haben und auch diese Monolithen dann wirklich auch fertig machen, überall hingehen. Aber ich will ja corrupten so schnell wie möglich mit dem Beet und das brauche ich einfach die Unix. Und dafür müssen wir einfach geradeaus irgendwo ganz weit weg und dann craften. Bis 50 geht, ja. Ohne dass man Empowered Monoliths freischaltet. So, ja, das ist gerade dieses Level da mit dem Schmelzofen-Gegner. Dann das nächste. Also ja, die Arena ist im nächsten Level dann schon. Hier mit diesem großen Magier, der eigentlich ziemlich geil ist, wenn er nicht so zäh wäre. Die meisten Beats ist er einfach nur lästig, nervig. So. So früh im Spiel und schon so ein nerviger Gegner. Also. Das ist ein Engel halt cool. Wenn ihr bedenkt, wie langweilig die Engel in Diablo 3 waren, dann sind sie so schon richtig mega cool. Oh yeah, sind alle weg. Ich mag Embash. Aber es hat wirklich nicht balanciert. Mana, Mana. Soll ich mal diesen Kirieren verwenden? Mein Beet machen?
kritischer Multiplayer. Und das gleiche einfach eine kritische Chance. Also Schwäche, ja. Was? 583? 49? Ja, heilen ist jetzt wirklich das easigste. Das. Da muss ich nicht aufpassen. Ich habe so viel Schutz. Und ich habe einfach Ladung, wie manchmal auf den Items einfach steht. Ladung. Und was steht alles noch? Schutzes. Und das ist alles das gleiche. Das ist einfach nur Schutz oder Schutzschild eher. Das ist das Richtige. Das müssen sie alles noch richtig übersetzen. Und das per Woll-Version und nicht gerade irgendwie dann im dritten Add-on. Bringen, würden die Add-ons rausbringen, was wohl kostet? Nee, das werden sie nicht machen. Sie werden wahrscheinlich Seasons machen. Aber denkt einfach mal, was Ding macht, was Blizzard macht. Die machen einfach mal, je nach Spielzeit müsst ihr mehr bezahlen und so. Und dann noch das Add-on für ungefähr 40 Euro noch zahlen. Da spielt man natürlich tausendmal lieber. Lässt Epic. Das stimmt. Hey, bleib da! Post ist da, Post ist da. Oh, schön. Kometen kommen gut. So. Ja, man kommt ja gar nicht mal zum Skillen. Muss ich hier mehr? Ja. Soll ich das oder soll ich? Das Geschwindigkeit, ja. Ich mache Angriffsgeschwindigkeit. Usch. Da oben ist noch der Rest. Was machen die eigentlich? Sonst, also sie plagen, klar. Was würden die Gegner eigentlich machen? Hätten Gegner einzeln Angriff greifen als Belagerungsmaschine. Das machen eigentlich die Krabben, diese sind die so zufällig am Schießen. Keine Ahnung. Muss nicht alles hin machen in Action. Aber jetzt muss ich mir den Helm noch mal anschauen. Schöner Unicam, den ich wirklich noch nicht gesehen habe. Der ist eigentlich sehr stark für den Bild, aber der braucht doch auch noch mehr Resistenzen und so. Und ja. Gut, was haben wir denn da? Zeit 23, 24, 22,5. Elementarschaden, ja, da haben wir gute Resistenzen, denke ich. Sollen wir den Boss schon machen? Im nächsten Part, also jetzt tue ich mal voll noch weitergehen für Corruption. Und am nächsten Part auch den Boss machen. Ich brauche ja das Relic, aber das droppt einfach nicht gut, wenn man kein Ding Corruption hat. Ich mach's einfach nur nicht. Will jetzt ja auch nicht weiterkommen. Zwar gibt's ja diese Ding, wo sind die da? Wo sind sie da? Segen, ja. Ich bin einfach mal links. Mit diesen drei Knöpfen. Was soll ich mit dem? Ah. Das ist ein Totem gewesen, der irgendwie so einen Wirbelsturm macht. Es gibt ja, der Blitztotem hat so einen Wirbelsturm, aber das sieht ganz anders aus. Glaube ich. Und nicht. Er wurde überarbeitet. Ist kürzlich mal verwendet, kurz. Also beim Leveln einfach. Oh, geil. Also, man bekommt schon ein bisschen Schaden. Und da. Lawine. Ja.
Ja, ungefähr so 70% von meinen Toten ist, weil ich irgendwas austeste, wie viel Schaden der Gegner macht. Ja, schon gut, aber noch. Auf ja genug Platz. Okay. Bin ich fertig? Das Portal war blau. Okay, da habe ich mich nicht konzentriert drauf. Da habe ich irgendwas noch machen müssen. Wiederholen wir einfach nochmal. Also ganz easy. Dankeschön, habe ich hier. So. Ausladen. Ausladen. Also nochmal. Ist ja easy. Ist irgendwas nicht fertig gewesen? Und es waren zwei Ziele und ich habe ein Ziel erledigt. Nee. Kann passieren. Wenn man so schwer am Denken ist, man nicht mehr wie ich. Holt man eine Ratio fahren. Da unten. Okay. Ja. Explodiert. Diese Autoexplosionen sind sowas von geil. Man muss nicht mal den Arsch bewegen. Sie explodieren einfach dann, wenn sie halt einfach getriggert ist. Ja, die Chancen machen natürlich alles mit. Ich wollte die Spiegelbilder angreifen. Jo. Ist halt schon sehr smooth, sehr weniger machen. Chillig. Chillig, chillig. Ja, nicht immer so viel schreien. Der Silencer kommt. Also, nochmal so ein Vogel. Immer diese Vögel. Mit ihren Fäden, mit ihren Flügeln. Da, look. Buck damit. Die brav Vogel. Wow. Jetzt ist fertig. Immer schön rechts schauen, ob das grüne Zeug ist. Oh, schon wieder da. Also nochmal Idole und dann sind wir mit dem Part fertig. Muss schauen wegen der Länge, da ich nicht so viel Zeit habe zum Hochladen. YouTube ja immer mehr Zeit braucht fürs Verarbeiten. Jo. Die Qualität noch nicht maximal einstellen konnte, wieder nach den Lags. Da hat es einfach an einem Tag so mega gelaggt, das Spiel. Keine Ahnung, was los war. Aber ich denke, es war einfach der Server, zu den Lags führte. Und jo, Twitch geht doch nicht so gut zum Livestream, braucht einfach viel zu viel Leistung. Und dort dann einfach Mikro-Lags, so ganz kleine. Muss ich ausschauen. Ich werde einfach mal schauen, dass ich hier mal anders spiele, ein bisschen livestreame, nicht Last Epoch. Weil ich einfach nicht gerade so performancemäßig hinkriegen kann. Bessere Engines und so. Also hier eben ein Twitch, wo wir darüber reden. Und ja, Minecraft war ziemlich flüssig, obwohl ich eigentlich in einer anderen Welt Lags habe, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Oder es ist einfach, da liegt einfach daran, dass ich ja beim Livestream ja die Auslagerung, also die Arbeitsspeicher von Java hochgestellt habe, stimmt. Kann ich einfach Minecraft ein paar so ja, Transportsimulationen zum Beispiel spielen und ich könnte eigentlich Dings spielen, wie heißt es denn? Soulstone Survivors oder andere Roguelikes, genau. Oder ältere ja, Hack and Slays. Also hier muss ich. Dennoch, was ist das Blitz? Da oben einen Punkt hinstellen. Ah, da drüben
Tonin. Wusste ich gar nicht, dass ich den will. So, und hier haben wir eigentlich schon fast alles fertig. Also entweder den Punkt oder den Punkt. Angriffsgeschwindigkeit, erhöhte Schaden. Brauche ich mehr Schaden, brauche ich Blitz-Mana-Kosten, brauche ich immer ein bisschen weniger. Und dann den Schaden, dann die Angriffsgeschwindigkeit, wenn ich halt so ein Item habe, so ein Exalted Item mit Mana-Strike. Ja, bin ich auch überall fertig. Wir sind überall fertig. Hier noch nicht. Da haben wir noch da oben. Wieso brauche ich das überhaupt? Dann doch die Angriffsgeschwindigkeit. Ja, eben, weil ich einfach anders Schaden mache noch. Muss machen, alles nur Spell Damage. Schade, dass wir nicht so viele gute Idole hatten. Das fehlt noch. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part vielleicht dann wieder. Also auf jeden Fall, ich mache ihn. Morgen kommt er, denke ich. Und genau, ihr dürft gerne, solange ihr Lust habt oder Spaß habt dran, natürlich auch wieder einschalten. Könnt Kommentare schreiben auch, wenn ihr wollt. Ist nicht das Reden, also schreiben. Genau, aber zwingen tue ich euch nicht. Es wird einfach sehr wenig gemacht und das finde ich nicht so toll. Naja, vielleicht kommt es ja auch dann wieder besser. Das Spiel muss halt auch wieder ein bisschen zeigen, dass es halt gespielt werden muss und Interessenten haben muss. Und ich denke, mit 1.0 kommen viele neue Leute, die auch natürlich dann sehen, dass das Spiel so geil ist. Aha. Das macht wieder der Killbreak. Weiß ich nicht. Was sind das? Einfach Handhelds? Brauche ich nicht. Ich habe schon einen Switch. Okay, Switch ist auch ein bisschen Handheld. Aber gut. Brauche ich nicht mehr. Habe ich früher mal gebraucht im Auto oder so von meinem Vater. Also, wenn mein Vater gefahren ist, natürlich noch. Wenn es mir zu langweilig war sonst. Gut, also dann. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.